was geht ab? Da haben wir im Food Court Housing. Ihr könnt sehen, hier die zwei gehen. Perfekt, genau gleichzeitig ein Raid. Das heißt, ich kann beide machen. Muss ich nochmal extra hierher kommen. Die zwei Arenen hier sind gesponsert, das sind immer ein bisschen was Besonderes. Deswegen kann man das jetzt nicht so genau sagen, wann da ein EX-Raid kommt. Mit Triggern, hier wird eigentlich nie getriggert, die kommen einfach. Dementsprechend ist es einfach gut, ein Raid jeweils auf den jeweiligen Arenen gemacht zu haben, einfach um das auch zu decken, wenn ich schon überall in München ein Raid mache, ein Trigger-Raid, dann sollte ich die zwei auch auf jeden Fall mal mitmachen. Rot, gelb, blau, alle Level 40. Ah, da sind noch andere Leute. Ich habe schon lange keinen Legendären mit Min-Leuten versucht. Ein Min-Versuch. Ich frag mich, wie viel das Minimum ist gegen Rodo. So, los geht's. Wenigstens ein Trigger-Versuch, obwohl das nicht wirklich ein Trigger ist, mit einem guten Breakhouse. Da habe ich echt nur Müll eingesammelt. Gib dir mal mit Zigarrenbuch. Aufpassen, sterben wir alle, Mann. Oh mein Gott, ich bin echt gestorben. Keine Bonbons, leidend. Du wirst nicht brauchen, keine Bonbons. Ich werde die auch noch. Oh, critical.
Jo. Dann wird das Überleben schon so. Auf zum Koppo. Das war da, da war ich Koppo. So, Brunnen, schauen wir mal. Ihr wisst, hier war der erste EX-Raid in München und hier war auch am häufigsten bisher. Vorgestern auch, aber das war die letzte Welle. Bei der aktuellsten Welle war bis da hinten, beim Mahnmal 1. Das heißt, hier wäre eigentlich wieder möglich. Deswegen, Food Court und Brunnen sollte man eigentlich immer machen. Auch wenn es ein Quappo ist. Ich habe noch nie ein Quappo gemacht, also auch interessant. Ironischerweise Mewtwo sehr gut gegen Quappo. Psycho. Ich habe nur Simsala und Psyana. Los geht's. Falls ich irgendwann mal ein Mewtwo bekomme und das auf Max gepusht habe, dann auf jeden Fall Quappo Duo Raid. Down. Wir waren zu 5 und es hat noch 70 Sekunden. Zweites fragwürdig dann. Yay, endlich mal wieder Bonbons. 4, mehr als beim legendären. Damage 3, heute. Gelb ist krass abgegangen. Okay, mal schauen, wie wieder steht. Oh, er ist aber drin. Das ist Trigger Nummer 7, glaube ich. Ich habe vergessen, das Godan umzubenennen. Das ist, glaube ich, Trigger Nummer 7. Und Godan Trigger Nummer 6. So, mal schauen, was jetzt sonst noch so geht. Zwecks Triggern. Ich habe noch ein paar Gen im Auge. Das war's erstmal von Parsing. So, beim O2 Tower angekommen, ihr könnt sehen. Knogger Raid Level 2. Da waren zwei Leute in der Lobby. Also kein Wunder, dass hier immer so oft ein EX-Raid stattfindet. Also der ist echt komisch, dieser Raid hier. Aber schauen wir mal. Hier wird auch nicht unbedingt getriggert, sondern ich mache den einfach so Bauchgefühl, weil hier, wie gesagt, so viele EX-Raid-Trigger, nicht Trigger, einfach EX-Raid zu waren. Der zweitmeiste Ort nach Parsing halt, der Brunnen. Sogar öfter als Food Court und Food Court ist gesponsert, also keine Ahnung, was hier genau los ist. So, wir haben uns mal hier kurz hingesetzt.
Sieht echt cool aus hier. Krasses Gebäude. Ist auf Windstill, gut geschützt. Mach mal den schnell und dann schauen wir mal weiter. Ich bin immer noch auf der Jagd. Ich habe neue Gruppen gefunden. Leim habe ich jetzt entdeckt. Angeblich Maibäumchen. Westpark wird gerade geplant. Also ich bin echt überall. Innenstadt wurde noch eine hinzugefügt und zwar am Odeonsplatz. Also jetzt die nächsten paar Tage geht es auch ab. Luitpoldpark ist auch noch geplant. Ostpark auch noch. Also schauen wir mal. Leider kein Flunkiefer. Flunkiefer bester Zweier. Da kann ich auf jeden Fall noch einen 100er, Bonbons und einen Shiny gebrauchen. Vom Knogger kann ich gar nichts gebrauchen. Ich könnte ein Garados verlieren. Moment, kurz ausweichen. Nicht erfolgreich ausgewichen. Huch, ganz knapp noch geschafft. So. Das ist Trigger Nummer 9, glaube ich sogar. 6 goldene Bären, zu krass, Mann. Ich habe so viele Bären. Easy. Noch nicht. Erst muss ich ihn umbenennen. Dann geht's weiter. Jetzt geht's weiter. So, das war's von den drei Arenen. Und das Besondere an den drei Arenen, also zumindest Parsing, Food Court und der Brunnen, die sind gesponsert. O2 Tower ist offiziell nicht gesponsert, aber das ist auch sehr komisch dort. Die wurden nicht speziell getriggert, aber dort sind die meisten EX-Rates bisher gekommen. Ihr wisst, am Gunnen, Food Court auch schon 2, obwohl der gesponsert ist, hat O2 Tower, der nicht gesponsert ist, mehr gehabt. Ich nehme an, einfach weil die Aktivität dort viel zu groß ist. Die Arbeiter, die dort arbeiten, machen wahrscheinlich jeden Raid, der da kommt. Was ich übrigens auch machen würde, wenn ich dort arbeiten würde. Und anscheinend, keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären, wieso. Aber O2 Tower hatte die zweitmeisten EX-Rates in München bisher. Über dem Food Court, der halt gesponsert ist. Ich muss mir mal die Zelle dort anschauen. Welche Arena noch in Frage kommen oder ob das überhaupt vielleicht die einzige ist und deshalb auch. Aber auf jeden Fall sind die Aktivitäten dort beim O2 Tower und dem Parsing enorm groß und die sind halt echt speziell. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal so gedeckt. Es kann halt echt nicht schaden und man weiß nie und die sind halt speziell und bei denen kann man echt nicht triggern und planen. Entweder kommt oder es kommt nicht. Und ich bin lieber auf der sicheren Seite. Wenn ich schon in ganz München diese Woche trigger, dann lasse ich die Arena auf jeden Fall nicht aus. Ein paar Tage habe ich noch. Schaut morgen beim Livestream vorbei, wo wahrscheinlich die Einladung kommen wird, morgen Abend. Und dann werden wir live hoffentlich die Einladung bekommen. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist just Business.